allen, die jetzt noch aushalten können, mein dickes Kompliment. Ich habe eigentlich gedacht, weil schön, dass so 700 Teilnehmer sind, dann habe ich wenigstens noch 70 heute Nachmittag, die zuhören werden. Aber sie sind noch vollzählig vorhanden. Prima. Danke Ihnen dafür, dass Sie auch bei dem Vortrag noch durchhalten. Ich habe die Differentialdiagnose des idiopathischen Parkinson-Syndroms mitgebracht. Und Sie haben heute Morgen schon ein bisschen was davon gehört, so in anderen Vorträgen, die gehalten worden sind. Auf die Teile werde ich dann auch nicht so intensiv eingehen. Ich zeige Ihnen ähnliche Bilder dann nochmal, jetzt aber in einem anderen Kontext dann dargestellt, weil Sie haben ja schon was über Bildgebung heute gehört. Und das ist natürlich in der Differentialdiagnose des Parkinson auch durchaus ein wichtiges Kriterium. Sie haben es heute Morgen gehört in der Eingangsdiagnostik, aber eben wenn es auch darum geht, ob es sich um einen idiopathischen Parkinson, gar keinen Parkinson oder einen atypischen Parkinson handelt. Und ich habe in der Fragerundenpause festgestellt, dass ich ein Parkinson-Symptom ganz vergessen habe. Das mache ich jetzt gleich am Anfang weg, dann habe ich es, weil es kommt nachher nicht mehr als Folie. Oder vielleicht doch noch. Ja, genau. Fangen wir mal einfach so an. Das ist etwas, was Sie vielleicht aus den vielen Vorträgen ja am besten kennen. Und das ist, hier muss man eigentlich, müsste man unten stehen, ne? Um Ihnen zeigen zu können, wo man da hin will. So, also das Entscheidende hier ist die Frage idiopathisch. Das ist das, was die meisten von Ihnen haben werden oder die meisten kennen und was auch den Kern der Erkrankung ausmacht. Wir gehen davon aus, dass es so ungefähr zwischen 80% und 85% aller Parkinson-Symptome durch das idiopathische Parkinson-Syndrom ausgelöst wird. Aber es gibt daneben auch genetische, die sind deswegen nicht idiopathisch, weil wir wissen, warum sie vorhanden sind. Idiopathisch ist ja immer so ein bisschen der Begriff vom Doktor. Ich weiß nicht so ganz genau, was die Ursache ist. Ich nehme an, Herr Professor Unger hat heute Morgen so ein bisschen über das Mikrobiom erzählt. Das ist ja ein Ansatzpunkt, den wir haben, warum, weshalb Parkinson entstehen könnte. Aber meistens muss man ehrlicherweise sagen, beim Idiopathischen wissen wir es noch nicht so hundertprozentig. Bei den genetischen wissen wir, dass da eine genetische Komponente dabei ist, die beim Idiopathischen in der Regel so in der Form nicht vorkommt. Diese Patienten sind meistens auch deutlich jünger bei Ersterkrankung und da kann man auch den genetischen Zusammenhang nachweisen. Dennoch sind die Symptome und auch die Therapien aktuell zumindest mal noch völlig identisch mit dem, was wir unter dem Idiopathischen haben. Dann haben wir die sogenannten atypischen, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, sind eigentlich 4 Unterformen und dann haben wir die symptomatischen. Und bei den symptomatischen ist es das Wichtigste eigentlich da, dass man dran denkt. Das ist eigentlich bei vielen dem, was ich Ihnen nachher zeigen werde, bei den nicht atypischen, sondern bei den symptomatischen ist das Wichtigste, dran zu denken. Nicht jeder Patient, der mit Symptomen zum Neurologen geht, die nach einem Parkinson riechen, hat auch einen Parkinson. Viele ja, aber einige nicht. Und da sich das in der Therapie deutlich unterscheidet und vor allen Dingen wir bei den symptomatischen auch eine Chance haben, das Erkrankungsbild zu therapieren und nicht nur die Symptome, wie es in dem Wort drin steckt, ist es so wichtig, die im Vorfeld auszuschließen. So, was gehört dazu? Dazu gehören einmal die medikamentös induzierten, das heißt durch ein Medikament ausgelöste Beschwerden, die dem Parkinson-Bild ähneln. Da gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten. Die bekanntesten davon sind eigentlich die Neuroleptika, vor allen Dingen die alten Neuroleptika. Neuere Neuroleptika machen das in dieser Form nicht so. Dann haben wir hier Erkrankungsbilder, haben Sie heute Morgen auch schon mal ganz kurz was zu gehört. Den Morbus Wilson nicht so häufig, aber man muss dran denken. Vor allen Dingen, wenn man nicht dran denkt, ist das für die Patienten, die davon betroffen sind, durchaus eine hochdramatische Situation. Dann die entzündlichen, das gibt es durchaus. Wir kennen eine ganz alte entzündlichen Parkinson. Wird wieder diskutiert, ob sowas nochmal kommen könnte. Der älteste oder der am bekanntesten ist aus der spanischen Grippe. Da weiß man, dass eine sogenannte Hirnhautentzündung hinterher Parkinson-Symptome verursacht hat. Und es gibt einige, die diskutieren, ob eine schwerwiegende Covid-Erkrankung letztendlich so etwas auch zukünftig, nicht aktuell,
er zukünftig auch auslösen kann. Und das haben Sie auch heute Morgen schon ein bisschen bei der Diagnostik gehört, tumorbedingt, posttraumatisch, vaskulär, das waren diese Bilder mit dem SAE. Und Normaldruckhydrozephalus, ganz wichtiger Punkt, und der essentielle Tremor. Weil auch da gilt es natürlich, viele Patienten kommen erst dann, wenn motorische Störungen aufgetreten sind, nämlich zum Beispiel ein Tremor zum Arzt. Und es ist entscheidend zu sagen, ist es ein Parkinson-Tremor? Nicht jeder Parkinson-Patient hat einen Tremor und nicht jeder Tremor ist ein Parkinson-Patient. Essentieller Tremor ist wesentlich häufiger als der Parkinson-Tremor. Ich fange mit den nicht-atypischen an, also mit denen, die gar kein Parkinson sind, weder idiopathisch noch atypisch. Der Normaldruckhydrozephalus, heute Morgen auch schon mal das Bild in einer ähnlichen Form haben Sie gesehen, ist typischerweise durch die drei Symptome gekennzeichnet, die sich mit einer Bewegungsstörung einhergehen, breitbeiniges Gangbild. Sie können schon ahnen, da liegt der Verdacht, es könnte ein Parkinson sein, ja sehr nah. Dann eine Blasenstörung gibt es bei Parkinson-Patienten auch ganz häufig. Und diese kognitive Einschränkung, die Hirnleistungseinschränkung, hier mal mit Demenz beschrieben, auch die gehört zum Normaldruckhydrozephalus dazu. Das Problem, alle drei Symptome können beim Parkinson-Patienten vorkommen. Eigentlich muss man sagen, ein demenzielles Syndrom, also Hirnleistungsstörung sehr spät, da sollte man die Diagnose Parkinson längst gestellt haben. Auch die Blasenstörungen sind nicht so im Frühfokus. Von daher passt das nicht. Das Dumme ist nur, es gibt auch einen Normaldruckhydrozephalus, bei dem nicht alle drei Phänomene vorkommen, sondern nur die Bewegungsstörung. Und was ist dann wichtig? Das haben Sie schon gehört. Wichtig ist, dass bei der Fragestellung, was könnte es denn sein, eine entsprechende Diagnostik durchgeführt wird. Das machen wir in der Regel mit einer Computertomographie. Und Sie sehen da oben so rote Balken drin. Hier. Der Radiologe oder der erfahrene Neurologe setzt die in das Computerbild hinein und kann dann einen Quotienten aus diesen und diesen Bildern, die sind, haben Sie hier aufgeführt, gesehen, bilden. Und daraus kann man aus dem CT-Bild unter der Berechnung mit Berücksichtigung der klinischen Symptomatik eine Schlussfolgerung ziehen. Entscheidend, weil hier haben Sie eine Möglichkeit einer ganz guten, langfristigen Therapie. Erstmal durch Diagnostik. Die Diagnostik erfolgt so, dass man eine sogenannte Lumbalpunktion macht. Das heißt, wir gewinnen Flüssigkeit aus dem Rückenmarkskanal. Das ist für Neurologen so ähnlich wie für andere eine Blutentnahme. Und zwar in einer Dosierung, in einer Menge, die es uns ermöglicht, einen Rückschluss darauf zu ziehen, ob ein solches Verfahren eine Verbesserung für den Patienten bringt. Wenn das der Fall ist, ist allerdings in der Regel dann ein operatives Verfahren erforderlich, was ein Neurochirurg durchführt. Und damit können in den meisten Fällen die Beschwerden, die durch einen Normaldruckhydrozephalus verursacht werden, behoben werden. Den Wilson haben wir gerade schon mal angesprochen. Auch hier gibt es ein typisches Bild. Das hier haben Sie heute Morgen schon gesehen. Das können wir in der Kernspintomographie oder im CT nachweisen. Aber ein genauso typisches Bild ist hier dieser sogenannte Kaiser-Fleischer-Ring. Das heißt, wir haben so eine ringförmige Struktur innerhalb des Auges, das wir nachweisen können, wenn wir genau hingucken. Und das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es hier zu einer Ablagerung von Kupfer kommt. Diese Ablagerungen führen dann letztendlich auch zu den Beschwerden, die beim Patienten vorkommen. Das kann sein ein Tremor, da sind wir wieder ganz nah beim Parkinson dabei, aber das ist ganz sicher kein Parkinson. Es kann sein so eine verwaschene Sprache, auch das kennen Sie vom Parkinson. Es kann sein, dass Bewegungsstörungen auftreten, so eine Steifigkeit und eine Gangstörung mit dabei ist. Also all diese Dinge, die es auch beim Parkinson gibt, gibt es auch hier. Wichtig ist aber, die Diagnose zu stellen. Es ist nicht sehr häufig, aber wenn, muss es entsprechend behandelt werden und kann auch entsprechend behandelt werden. Dritter aus dieser Reihe, der essentielle Tremor. Deswegen so wichtig, weil es wesentlich mehr Patienten, wie gesagt, mit einem essentiellen Tremor gibt, als mit einem Parkinson-Tremor. Und weil sich der essentielle Tremor in vielen Dingen von dem des Parkinson-Tremors unterscheidet.
Was sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale? Parkinson-Trema kommt in der Regel einseitig vor. Erst im weiteren Verlauf kann es mal sein, dass auch ein Parkinson-Trema beidseitig auftritt, aber dann meistens so, dass die anfängliche Seite weiterhin betont bleibt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Sie sehen es da oben, Besserung nach Alkoholgenuss. Das ist natürlich ein fataler Effekt, aber den gibt es tatsächlich. Patienten mit einem essentiellen Tremor können sehr gut berichten, dass, wenn sie Alkohol konsumieren, der Tremor nachlässt. Das hat nichts mit dem Entzugstremor zu tun, den Sie vielleicht auch kennen, wenn die Alkoholmenge zu wenig ist, sondern es hat einfach damit zu tun, dass eine gewisse Beruhigung und Sedierung eintrifft unter Alkohol und damit auch der Tremor sich mindert. Und ein ganz typisches Merkmal für den essentiellen Tremor, außer den Dingen, die der Neurologe noch messen kann, Sie sehen da oben so ein EMG, ist, dass man fast bei jedem Patienten, wenn man gut genug nachfragt, herausbekommt, dass in der Familie, und zwar im direkten Zusammenhang, auch ein solcher Tremor vorgelegen hat. Das ist beim Parkinson-Tremor und beim Parkinson nicht zwingend der Fall. Hier ist es eigentlich eine ganz typische Situation, dass eben der Tremor, der essentielle Tremor, hochgradig vergesellschaftet ist mit der Tatsache, dass er in der Familie auch vorgekommen ist. Warum ist das so typisch, so tückisch eigentlich? Weil es eben den essentiellen Tremor auch beim Parkinson-Patienten gibt. Aber nicht, weil es ein Parkinson-Tremor ist, sondern weil es zwei verschiedene Tremorformen sind, die irgendwo zwar einen Zusammenhang haben, wenn man pathophysiologisch sich das anguckt, aber wer sagt denn, dass ein Parkinson-Patient nicht auch andere Erkrankungen haben kann? Und wenn es sich um so etwas handelt, wie eine Kombination aus beidem, ist das durchaus etwas Relevantes, weil die beiden werden völlig unterschiedlich behandelt und therapiert. Vaskulärer Parkinson haben Sie heute auch schon die Bilder zumindest dazu gesehen. Auch hier haben wir es mit einem Nicht-Parkinson, ich sage immer lieber Nicht-Parkinson, weil wir nachher das Wort atypisch ja noch haben werden. Klassischerweise symmetrische Parkinson-Symptome, Parkinson-ähnliche Symptome, muss man hier eigentlich sagen. Also symmetrisch, nicht einseitig betont. Und die ausgeprägten Gangstörungen, die dabei vorkommen, die durchaus dem Parkinson-Bild ähnlich sind. Warum ist das so? Weil diese Durchblutungsstörung, die diese Symptome verursacht, im Wesentlichen genau sich dort abspielt, wo auch die Neurodegeneration, also der Untergang der dopaminergen Zellen, vonstatten geht. Nur jetzt hier, bedingt durch eine Durchblutungsstörung. Und Durchblutungsstörungen deswegen auch nicht einseitig, sind in der Regel bei diesen Patienten beidseitig gewesen. Es handelt sich hier nicht um eine klassische Schlaganfallsituation, sondern um eine allumfassende Durchblutungsstörung in dieser Region, in der eben auch genau die Rezeptoren und die dopaminproduzierenden Zellen sitzen. Weitere Symptome ist hier im Wesentlichen eine sogenannte frontale Dysfunktion. Wir werden das nachher nochmal haben, deswegen werde ich Ihnen kurz jetzt hier an der Stelle auch schon mal erklären. Dazu gehören zum Beispiel so Antriebsstörungen. Das kann ein Antriebsmangel sein, das kann aber auch eine Antriebsüberfunktion sein, die nicht nur in der Bewegungsunruhe sich darstellt, sondern auch in Ausprägungen, die mit dem Alltag in der Form eigentlich nicht mehr zu vereinbaren sind, wo es zu absurden Handlungen kommen kann, die ein ganz merkwürdiges Bild, das merkwürdig ist eigentlich so das, was auch das am besten charakterisiert, weil man kann es nicht wirklich richtig zuordnen. Und wenn so etwas vorkommt, ist immer hochgradig der Verdacht zu äußern, dass hier eine entsprechende Störung auch vorliegt. Sie sehen, auch Halluzinationen können beim vaskulären Parkinson vorkommen. Ebenso wie beim idiopathischen, da kennen wir das auch. Die optischen Halluzinationen, das Sehen von Bildern, ist auch hier der Fall, aber es handelt sich um ein ganz anderes Erkrankungsbild. Da kann ich jetzt relativ schnell drüber hinweggehen, weil das haben Sie schon gehört. Es gibt für jedes Symptom, für jede Idee, die wir entwickeln können, warum die Beschwerden bei Ihnen vorhanden sind, gibt es die entsprechenden Untersuchungen. Das ist, glaube ich, heute Vormittag besprochen worden. Sie sehen hinten dran nochmal die Abkürzungen, die dazu führen, vorne die entsprechenden Untersuchungsverfahren.
wenn die Fragestellung aufkommt, ob so etwas für Sie, so eine Differentialdiagnose für Sie entscheidend sein könnte, dann wird Sie in der Regel Ihr Neurologe dahingehend auch beraten, welche Untersuchung er in welcher Reihenfolge durchführt. Das ist heutzutage durchaus ein Stückchen Standard, um herauszubekommen, was für ein Erkrankungsbild letztendlich dahinter steckt. Auch die Bilder haben Sie in irgendeiner Weise heute Morgen schon gesehen. Hier nochmal aufgeführt, hier vorne in der ersten Spalte sehen Sie die Normalbilder zu den entsprechenden Untersuchungen. Dann können Sie sehen, wie das beispielsweise bei einer PSP, da gehen wir nachher noch drauf ein, bei einer MSA, bei einer Lewy Body Demenz, das ist die LBD, oder bei einer kortikobasalen Demenz aussieht. Sie finden immer unterschiedliche Konstellationen von Bildern, hier jetzt nuklearmedizinisch gezeigt, ich glaube als nächstes genau, hier die dazugehörigen Kernspinnbilder. Und weil wir nicht alle so erfahren darin sind, so etwas eins zu eins zu übertragen, gibt es halt eben auch die Möglichkeit, das ein bisschen bildhaft darzustellen. Das ist im Übrigen etwas, woran sich insbesondere Neurologen auch orientieren. Und wenn der Neurologe die Frage hat, ob es sich um eines dieser atypischen Erkrankungsbilder handeln sollte, dann muss er es in der Regel, um überhaupt etwas zu bekommen, eine gute Aussage zu bekommen, in seinen Antrag, in seinen Auftrag für den Radiologen mit hineinschreiben. Ich weiß von einigen radiologischen Befunden, sehr, sehr gute kernspintomografische Befunde, bei denen überhaupt nichts zu dieser Fragestellung geantwortet worden ist. Das ist natürlich fatal, weil beim Parkinson-Patienten ist das die Kernfrage, die wir stellen. Handelt es sich um ein Erkrankungsbild, das man über eine Kernspintomographie bei klinischem Verdacht etwas näher beschreiben kann? Und da wollen wir natürlich von dem Radiologen wissen, ob er das hinkriegt. Wenn man sich viel mit Parkinson als Neurologe beschäftigt, lernt man im Grunde eigentlich auch diese Bilder nochmal nachzuinterpretieren, um sicher zu sein, dass hier nichts übersehen worden ist. Und daher orientiert man sich an diesen klassischen Vogel- oder sonstigen Bildern, die man im Grunde eigentlich bei guten Kernspintomographien auch sehen kann. So, kommen wir zu einem der Erkrankungsbilder, der atypischen, der sogenannten progressiven supranuklearen Paralyse, furchtbares Wort, werde ich Ihnen aber gleich versuchen, ein bisschen näher zu erläutern. Was ist dabei typisch? Oft kommt es zu einem sogenannten frühzeitigen kognitiven Abbau. Der äußert sich dann zum Beispiel in einer Apathie, das heißt in Antriebsmangel, in Störungen des abstrakten Denkens, komplizierte Aufgaben. Einfache können noch gut ausgeführt werden, komplizierte Aufgaben eben nicht mehr so gut. In einer reduzierten Wortflüssigkeit. Ich würde jetzt mal sagen, für mich geht das jetzt heute nicht so, aber wenn ich jetzt nach Wörtern zu suchen, nicht weil ich meinen Text vergessen habe oder den Vortrag nicht kenne, sondern weil mir einfach das Wort dazu nicht einfällt, wenn ich langsam und träge werde in dem, was ich da erzähle und dann auch ab und zu mal ein Wort ausfällt, dann kann das zum Beispiel so ein Zeichen sein. Gangstörungen sind typisch, aber die sind beim Parkinson ohnehin typisch. Die Stürze sind beim idiopathischen Parkinson seltener als bei den atypischen Erkrankungsbildern, also hier eben auch beim progressiven, bei der PSP. Und wir haben vor allen Dingen bei einer ganz bestimmten Ausprägungsform der PSP die sogenannte supranukleäre Blickparese. Ich werde Ihnen gleich, ich hoffe, das klappt, ein Filmchen dazu zeigen. Das Schöne ist, ich habe alte Filme gefunden. Die sind so alt, dass wahrscheinlich die Patienten gar nicht mehr unter uns weilen. Damit habe ich auch kein Datenschutzproblem, abgesehen davon, dass die Patienten es sowieso freigegeben hatten für die Darstellung. Also da sind, möchte ich Ihnen jetzt gerade mal zeigen, mal gucken, ob das klappt. Genau. So, jetzt habe ich aber gelernt, dass es besser ist, wenn ich hier das mit von dort aus starte. Was Sie, das ist schön, ach, Ton haben wir keinen, macht aber nichts. Und Sprechsprache. Danke. Mhm. Wann haben Sie denn das erste Mal gemerkt, dass mit den Augen etwas nicht in Ordnung ist? Ich war über anderthalb Jahre gewesen, wo ich hier gewesen bin in Dresden. Mhm. Sie Was haben hören Sie da die typische Sprachstörung, die auftreten kann? Meine Augen zusammen. Mhm. Die Augenlider gehen runter.
Und das war dann etwas früher vorkommt als beim idiopathischen Parkinson-Patienten. Auch dort gibt es natürlich eine Sprachstörung. Das macht es immer so schwer, zwischen idiopathisch und atypisch zu unterscheiden. Und warum tragen Sie die Brille? Die Brille trage ich wegen der Jährlichkeit. Das ist die Jährlichkeit, die ich seit Jahren meine. Sieht man eine Lidschluss? Öffnungsschwäche im wird Grunde, noch nicht so sehr die Blickparese. Sie hatten auch erzählt, dass es manchmal schwierig ist, die Augen aufzubekommen, so wie jetzt das linke Auge. Ja, ich denke, jetzt lese ich die mal dazu. Und was machen Sie dann, um die Augen wieder zu öffnen? Viele Patienten machen dann diesen Griff aktiv, sie klappen sozusagen die Augenlider wieder nach oben. Aber Sie sehen, das funktioniert auf Dauer nicht so richtig wirklich. Dass Sie die Augenlider öffnen konnten. Können Sie die Augen nochmal schließen und jetzt nochmal aufmachen? Ja. Stift, Lampe. Hier können Sie jetzt eigentlich sehr gut sehen, wie eingemauert diese Augen sind. Und wenn das extrem ist, können die Patienten eigentlich auch gar nicht wirklich am Alltag richtig teilnehmen, weil sie nur ein ganz begrenztes Gesichtsfeld haben, nach oben und nach unten. Manchmal auch noch zur Seite, das hängt davon ab, aber eigentlich eher nach oben total eingeschränkt sind. Und wenn Sie was sehen wollen, was vor Ihnen liegt, den Kopf nach unten nehmen müssen, um überhaupt sehen zu können. Die meisten von uns können ja geradeaus gucken und sehen dann ein breites, ausreichendes Gesichtsfeld. Das fällt bei diesen Patienten völlig weg. Gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr sehen. Ja. Ich war zum Arzt gegangen und da hat er gewisse Medikamente gekriegt. Wenn man genau hinhört, kriegt man mit, dass das inhaltlich völlig korrekt ist, was der Patient erzählt. Auch wenn es den meisten jetzt sehr schwer fallen wird, ihn überhaupt zu verstehen. Und achten Sie jetzt bitte gleich nochmal auf die Blickbewegung. Die eingeschränkte Blickbewegung, meistens zur Seite noch ganz gut erhalten, aber hier sehen Sie jetzt die Anstrengung, nach oben zu blicken. Typische Haltung, die Augen sind fast gerade gerichtet und der Patient versucht den Blick, wenn man jetzt sagt, folgen Sie meinem Finger oder dem Kugelschreiber, durch Kopfhebung zu folgen und nicht, wie wir das normalerweise machen würden, durch Hochklappen der Augenbulbi. Eine andere Form ist die sogenannte Multisystematrophie, auch nicht so selten unter den atypischen, muss immer sagen, unter den atypischen, die atypischen insgesamt sind ja zum Glück nicht ganz so häufig. Was finden wir hier? Wir finden überwiegend auch Phänomene, die sich aus dem sogenannten Kleinhirnbereich, also zerebelläre Ataxie, das ist eine sehr spezielle Form von Ataxie, von Bewegungsstörung, bei der es mir nicht gelingt, exakt das zu greifen, was ich gerne greifen möchte. Das hat nichts mit dem Tremor zu tun, bei dem ich möglicherweise das Glas auch nicht richtig erziele, sondern das hat was damit zu tun, dass ich eher daneben greife, als dass ich das durch das Zittern nicht hinkriege. Also die Kleinhirnsymptome sind relativ häufig. Wir haben eine andere Tremorform als beim Parkinson in der Regel. Wir haben aber eben auch Parkinson-Tremor mit dabei. Das macht es, wie gesagt, immer so schwer zu unterscheiden. Wir haben sehr viel, sehr häufig im Vergleich zum idiopathischen Parkinson früh sogenannte autonome Störungen. Dazu gehört zum Beispiel die Orthostase, das heißt, wenn der Kreislauf beim Aufstehen aus dem Sitzen oder aus dem Liegen nicht so anspringt, wie man das erwartet. Normalerweise haben Sie ja eine Muskelgruppe, die dazu führt, in den Beinen oder nahe der Gefäße, dass Sie eben wieder beim Aufstehen, dass das Blut Richtung Herz und von dort Richtung Gehirn gepumpt wird. Das ist hier deutlich erschwert. Das heißt, dem Patienten wird viel schneller schwindelig. Sie haben ganz häufig sogenannte Pyramidenbahnzeichen. Das sind bestimmte pathologische Zeichen, die der Arzt überprüfen kann, die es beim idiopathischen Parkinson nicht geben darf. Eines dieser typischen Zeichen ist, der Arzt streicht mit dem
Kugelschreiber mit einem speziellen Gerät oder manche auch mit dem Daumen über ihre Fußsohle. Und dabei, ich mache das jetzt mal mit der Hand vor, bewegt sich die große Zehe nach oben und meistens die anderen, muss aber nicht sein, eher umgekehrt, sollte so die große Zehe betont sein, also die große Zehe nach oben. Dieses typische Pyramidenbahnzeichen gibt es beim idiopathischen Parkinson, solange keine andere Erkrankung besteht, nicht. Ist aber für die Multisystematrophie durchaus etwas, was sehr häufig vorkommt und entsprechend erwähnt werden muss. Die Sprachstörung, auch hier wieder im Vordergrund mit dabei, Dysarthrophonie, immerhin bei 94% der untersuchten Patienten. Wir können zwischen zwei verschiedenen Formen unterscheiden, das muss aber für Sie nicht interessant sein, weil es für die Therapie und für die Prognose keine so relevante Bedeutung hat. Für uns ist es interessant, weil es forschungstechnisch wichtig ist zu unterscheiden, um was für ein Erkrankungsbild es sich handelt. Und Sie sehen, dass auch die Häufung zwischen der mehr Parkinson-orientierten und der mehr Kleinhirn, das ist die mit dem C, der mit dem Kleinhirn-orientierten, sich prozentual auch unterscheidet. Letztendlich spielt aber es keine Rolle, was die Therapie anbelangt. Auch hier habe ich Ihnen ein paar Filme mitgebracht. Können wir das mal starten? Achten Sie ein bisschen auf das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ob Sie das wiedererkennen kennen können. Hier wird man jetzt gleich eine Muskelbetonung sehen bei diesem Patienten, die im Wesentlichen damit zu tun hat, dass hier auch häufig eine einseitige Kopfhaltung bei erfolgt. Sie sehen hier auch jetzt eine Anspannung. Das sind zwar keine Muskeln, diese dicken Stränge, aber parallel dazu. Hier sehen Sie das Aufstehen, das erschwerte Aufstehen bei den Patienten. Und wer das von sich kennt, weiß, dass das zum Beispiel ein ganz schwieriges Phänomen sein kann, um überhaupt eine Unterscheidung zwischen idiopathisch und atypisch darzustellen, weil viele Parkinson-Patienten haben ja auch diese Aufsteherschwerung. Nur ist die bei dem MSA-Patienten nochmal in einer ganz besonderen Weise, auf die man als Arzt entsprechend achten muss, um auch eine Differentialdiagnose stellen zu können. Diesen Test kennen wahrscheinlich auch die meisten Patienten von Ihnen, sollte der Neurologe eigentlich grundsätzlich machen. Hier geht es um das Gleichgewicht, ums Gleichgewicht. Und hier haben wir auf der einen Seite ein ganz gut funktionierendes Tapping. Und hier sehen Sie eigentlich, dass die Bewegungsform beim Tapping ganz anders aussieht. Bei einem idiopathischen Parkinson hätten Sie hier nur eine Verlangsamung im Zeitablauf. Das mal kurz anhalten. Typischerweise hätten Sie beim idiopathischen Parkinson-Patienten zunächst mal beim Tapping die gleiche Bewegung und die würde auch funktionieren. Und erst im Verlauf, wenn Sie das lang genug durchführen lassen als Arzt, sehen Sie, dass die sogenannte Amplitude auf der einen Seite gleich schnell bleibt und auf der anderen Seite langsamer wird. Was Sie aber beim idiopathischen Parkinson-Patienten in der Regel nicht sehen, ist, dass auf der einen Seite das gar nicht funktioniert. Und das haben Sie gerade bei diesen Patienten sehen können. Das heißt, da hat man durchaus ein Unterscheidungsmerkmal, mit dem man arbeiten kann. Ich muss Sie noch mal bitten, dass ein wichtiger Befund ist, Augen schließen und versuchen, die Augen wieder zu öffnen. Auch hier würde vielleicht der ein oder andere von Ihnen sagen, das ist ja klar, das ist kein Parkinson-Gangbild, das sehen Sie auch. Es ist eher zwar breitbeinig, aber es wirkt so ein bisschen ungelenk. Das Gangbild ist im Vergleich relativ flüssig. Gucken wir uns das gleich nochmal an, damit ich Ihnen das noch ein bisschen besser erklären kann. Also Sie sehen eigentlich ein flüssiges Gangbild, das aber dadurch
kennzeichnend ist, dass das so ein bisschen außenrum breitbeinig unsicher wirkt. Das ist bei entsprechender Einschränkung, wie sie bei diesen Patienten vorliegt, durchaus normal. Und die Sprache. Und was waren die ersten Beschwerden? Die ersten Beschwerden waren meine Aussprache. Ist auch schwer zu verstehen gewesen, dysarthrisch halt. Hier sehen Sie allerdings, dass die Bewegung der Augen im Gegensatz zur PSP gut ausgeprägt ist. Und hier nochmal ein klassisches Ataxiebild. Ein Parkinson-Patient kann dem Finger auch mit der betroffenen Seite folgen und ihn treffen. Aber eben beim MSA-Patienten wird das häufig verfehlt. Und das Gleiche gilt für diese Einschränkung, wenn es um das Klicken geht, also das Aufschlagen auf einer entsprechenden Handfläche. Ah, jetzt haben wir ja wahrscheinlich hier in Babinski zu sehen, also diesen Pyramidenbahnzeichen. Gucken, ob man das nochmal zeigen kann, da den Schluss. Aber ich hatte es Ihnen ja schon ein bisschen erklärt am Daumen. Also diese Zehenbewegung, die Sie gleich sehen, sehen Sie beim idiopathischen Parkinson-Patienten nicht. Da. So. Das nächste, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist das LBD, die diffuse Lewy-Body-Körperchen-Erkrankung. Hier haben wir es mit einem sehr frühen Beginn sogenannter Demenzsymptome zu tun. Demenz kann beim Parkinson-Patienten, auch beim idiopathischen Parkinson, sehr häufig vorkommen. Es gibt eine typische Demenzkonstellation, auch beim Parkinson, aber oft viele oder in der Regel viele, viele Jahre nach Beginn der Parkinson-Symptomatik. Also das ist nichts, was am Anfang steht, sondern sehr weit in das Erkrankungsbild hineinragt, am Schluss sozusagen der Parkinson'schen Erkrankung auch beim idiopathischen vorkommt. Bei der LBD, bei der diffusen Lewy-Body-Erkrankung, ist es so, dass es sehr früh auftreten wird, diese demenzielle Entwicklung. Und zwar definiert man das danach, dass man sagt, wie viel Zeit bis zum Auftreten von Parkinson-Symptomen, da sind jetzt motorische Symptome gemeint, die Sie kennen, darf verstrichen sein oder muss verstrichen sein, beide Definitionen gibt es, bis zum Auftreten dieser Einschränkungen. Es müssen zu einem klaren Abbau von Exekutivfunktionen kommen. Was sind das? Beispielsweise, wir haben nochmal einen Film früher gedreht, den habe ich aber jetzt leider aus Mengengründen nicht dabei. Und da war der Auftrag, Kaffee zu kochen mit einer klassischen Kaffeemaschine. Und eine Exekutivfunktion ist jetzt eine klassisch ausführende Funktion. Das heißt, Sie wissen ganz genau, Sie müssen in die Kaffeemaschine Wasser füllen, Sie müssen einen Kaffeefilter reinmachen und Sie müssen nach dem Kaffeefilter das Kaffeemehl hineingeben und dann stellen Sie die Maschine an. Bei einer Exekutivfunktionsstörung ist es so, dass der Patient das zwar weiß, aber die Reihenfolge nicht mehr hinkriegt. Es kann durchaus sein, dass er das Kaffeemehl zuerst reinmacht, dann das Wasser anstellt und hinterher den Filter. Da kriegen Sie natürlich keinen gescheiten Kaffee bei raus. Aber die Einzelbestandteile sind noch bekannt, aber die Reihenfolge, in der es durchgeführt werden muss, eben nicht mehr. Und wir haben dafür so etwas Simples wie einen Uhrentest. Der Patient kriegt ein leeres Blatt vorgelegt und soll eine bestimmte Uhrzeit hineinschreiben, durch entsprechend, also das Blatt müssen Sie sich leer vorstellen. Und der Patient macht jetzt die Markierungen 12 Uhr, 6 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr und die Uhrzeit wird ihm vorgegeben und die soll er durch Einschreiben des großen und des kleinen Zeigers darstellen. Und Sie sehen hier die unterschiedlichen Darstellungen von Patienten, je nach Schwierigkeitsgrad, Schweregrad der Erkrankung, bis hin zum vollständig aufgelösten Bild hier hinten. Da können Sie gar nichts mehr erkennen. Oder hier so eine Aufreihung, die auch nicht zu einer sinnvollen Uhr führen wird. Also es gibt dort die entsprechenden Charakteristika und wir können dann mit Hilfe eines solchen relativ einfachen Testes auch entsprechende Zuordnungen vornehmen.
So, dann haben wir noch die kortikobasale Degeneration, CBD. Gibt es auch englische Abkürzungen dazu. Müssen Sie sich auch als Abkürzung nicht merken. Das ist sozusagen die vierte klassische Form der atypischen Parkinson-Erkrankungen. Klassischerweise kommt es hier zu asymmetrischen, also das, was Sie einseitigen, das, was Sie vom Idiopathischen auch kennen, akinetisch rigiden Parkinson-Syndrom. Das ist jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Akinetisch rigid ist halt so ein Steifigkeits dabei, das, was wir beim Idiopathischen auch kennen. Und bei etwa 30-50%, darauf muss man als Arzt achten, zu einem sogenannten myoklonischen Tremor. Das ist wieder eine ganz andere Tremorform, als wir sie beim idiopathischen Parkinson kennen. Die ist meistens so eher wie Muskelzuckungen und nicht dieses Zittern dabei. Das kann, diese Muskelzuckung kann dann in ein Zittern übergehen, aber der Ausgangspunkt sind eher Muskelzuckungen. Typischerweise auch wieder Bewegungsstörungen, wie Sie sie auch beim Parkinson kennen. Und der Klassiker, den wir auch den Studenten sagen, auf die wir unbedingt achten müssen, und die eigentlich jeder Neurologe, ich kenne auch eine ganze Reihe von Hausärzten, die das inzwischen wissen, das ist dieses Alien-Limp-Phänomen. Dieser Begriff lässt sich ja ganz einfach übersetzen. Alien, also fremdartig, und Limp-Extremität meistens in den Arm-Handbereich. Ich zeige Ihnen dazu gleich einen Film, da können Sie das sehen. Das heißt, der Patient weiß, hat zwar eine Funktion, aber er weiß nichts mit dieser Funktion anzufangen. Der Arm ist im Grunde funktionslos, ohne dass er eine Lähmung hätte, weil er einfach gar nicht zu ihm gehört. Dieses Fremdgefühl, dieses Alien-Gefühl ist ganz, ganz typisch für dieses Erkrankungsbild. Gucken Sie mal, ob Sie das jetzt bei dieser Patientin entdecken können. Auch wieder mit Sprachstörungen, frühen einsetzenden Sprachstörungen dabei. Oft ein Wortzerfall. Die Handhaltung ist hier auch anders als beim idiopathischen Parkinson. Das kann man im Grunde eigentlich schon sehen. Jetzt setzen so Zuckungen ein, die keinem klassischen Tremor entsprechen. Und ich zeige Ihnen das hier nochmal mit der Auftrag an die Patientin. Schauen Sie mal auf die rechte Seite insbesondere. Diese Bewegung hier auf der linken Seite ist etwas, was wir ja auch ganz so oft prüfen, was viele von Ihnen ganz gut können. Und jetzt gucken Sie mal, wie erstaunt die Patientin hier auf ihre rechte Seite guckt. Jetzt versuchen Sie, die ganze Faust zu öffnen. Beim idiopathischen Parkinson mit einer Rechtsbetonung könnte der Patient das auch. Vielleicht würde er nicht immer treffen und vielleicht würde er auch langsamer werden als auf der Gegenseite. Aber diese Patientin weiß gar nicht, wie sie das machen soll auf der ist jetzt hier vereinfacht auf der linken Seite. Hier geht es gar nicht mehr darum, mit Daumen auf den entsprechenden Finger zu kommen. Und trotzdem gelingt es ihr nicht, auf dieser Seite diese Bewegung nachzumachen. Hier liegt keine Lähmung vor. Also von der reinen Muskulatur her könnte die Patientin das durchaus machen. Wenn man sich das jetzt überlegt, welche Möglichkeiten oder wenn man die Diagnose gestellt hat, dann fragen natürlich viele, macht das Sinn, dass ich das so früh wie möglich weiß? Und da muss man sagen, auf der einen Seite vielleicht ja, auf der anderen Seite sage ich immer, was haben Sie davon? Wir haben als Ärzte, haben wir was davon, weil wir bestimmte Erkrankungsbilder über die Zeit hinweg besser einordnen können, weil wir Informationen daraus sammeln, die vielleicht irgendwann mal auch für Patienten von Vorteil sind. Für den Patienten ist es allenfalls eine prognostische Aussage, die er dadurch gewinnen kann. Wir haben keine guten therapeutischen Möglichkeiten für diese vier atypischen Phänomene zur Verfügung.
Die klassische Therapie, die L-Dopa-Therapie, greift auch bei diesen Patienten, aber oft erst sehr spät und in hohen Dosierungen. Und Sie können es aus den Folien sehen, mit einer Wahrscheinlichkeit, die in der Größenordnung von 20 bis maximal 40% liegt. Sie wissen, dass beim idiopathischen Parkinson die L-Dopa-Therapie, unabhängig jetzt von allen anderen Therapieformen, die es gibt, sozusagen der Klassiker ist, um auch nachzuweisen, dass es funktioniert. Wir können mit entsprechenden L-Dopa-Tests relativ schnell beim idiopathischen Parkinson sagen, ob ein Ansprechen auf L-Dopa funktioniert oder nicht. Und wir wissen auch, und das kennen Sie aus Ihrer eigenen Therapie, dass ganz gute Therapieerfolge erzielt werden in Größenordnung bis, sagen wir, maximal 600 Milligramm L-Dopa. Für den atypischen Parkinson-Patienten gilt aber, dass er oft auch bei 600 Milligramm, bei 700, 800, selbst bei 1000 Milligramm L-Dopa noch kein gutes Ansprechen auf die Medikation hat. Bei manchen Erkrankungsbildern wie dem PSP können Sie zum Beispiel auch mit Amantadin arbeiten. Sie müssen hier sehr hohe Dosierungen auch wählen, viel höher, als wir das in der oralen Therapie durchführen würden. Unsere Erfahrungen sind eigentlich die, dass die orale Therapie, wenn man damit startet, nicht den gewünschten Erfolg bringt. Wir haben deswegen immer mit IV-Therapie gestartet. Bei manchen Patienten mit PSP kann man dann im Verlauf auf eine entsprechende orale Therapie umsteigen. Das geht im ambulanten Setting auch eigentlich nicht anders. Alle anderen Therapieformen, die hier aufgeführt sind, dienen im Wesentlichen den speziellen Symptomen, wie sie beim atypischen Parkinson vorkommen können, beispielsweise der Korrektur der orthostatischen Hypotonie, also des Kreislaufzusammenbruch, der Schwindelsymptomatik. Dafür haben wir was, was wir geben können. Allerdings auch nicht mehr alles. Es ist nicht mehr alles im deutschen Markt verfügbar. Wir können bei entsprechenden Einschränkungen in der Hirnleistungsfähigkeit können wir darauf achten, ob es Medikamente in der Verordnung des Patienten gibt, die das in besonderem Maße nochmal fördern, das heißt, die das verschlechtern, haben aber wenig Einfluss darauf, hier eine entsprechende Gegentherapie vorzunehmen. Die meisten Therapieformen, die hier aufgeführt sind, die eine gewisse Chance haben sollen, sind im Grunde eigentlich für diese Erkrankungsbilder gar nicht zugelassen. Und wir kennen zum Beispiel bei der Lewy Body Demenz das Memantine eigentlich eher aus der Therapie der klassischen Demenz und nicht so sehr aus dem Bereich der LBD. Dafür hat es streng genommen auch gar keine Zulassung. Aber dort, wo die therapeutischen Möglichkeiten begrenzt sind, ist es natürlich dem Arzt immer erlaubt, auch mal einen Therapieversuch zu machen, um noch eine entsprechende Zeit lang eine Verbesserung der Symptomatik hinzubekommen. Damit bin ich eigentlich am Schluss. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit gerne. Und ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Luft dafür. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Zeit überschritten habe, wie üblich, aber wir haben noch Zeit für Fragen. Prima, gut. Fragen Sie. Wir haben natürlich auch wie immer ein Präsent für Sie, das Sie nicht vergessen sollen. Herzlichen Dank, das nehme ich gerne, auch wenn ich noch nicht unter essentiellem Tremor leide, aber ich kann es ja auch trinken, ohne dass ich das habe. Wo sind die Fragen? Geben Sie die Hand, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Sie so, dürfen auch gerne mal was anderes fragen. Sie haben jetzt bei mir und nachfolgend bei Herrn Diska die letzte Chance, uns was zu fragen. Da hinten, da ganz links, links hinten, die Dame mit der grünen Weste hat eine Frage. Ich habe was gelesen aus Amerika von Studenten, einen Blutparameter, der in Arbeit ist zum Nachweisen von Parkinson. Zum Nachweis von Parkinson? Also ja, der in Entstehung ist ein Blutparameter, wo man...
Muss ich jetzt mit einer Antwort passen? Schön wäre es, also ich habe es noch nicht gelesen, schöne wäre es ja. Wir suchen ja die ganze Zeit nach Möglichkeiten, frühzeitig Parkinson nachweisen zu können. Was man sich vorstellen kann, ist im späteren Verlauf, auf einer der Folien war so ein merkwürdiges Wort wie Tau-Proteine und Alpha-Synuklein. Das sind so Differenzierungen, die wir finden können bei bestimmten atypischen Erkrankungsbildern. Wir finden die im Moment im Liquor. Da können wir durchaus solche Unterscheidungen treffen, aber erst, wenn das Erkrankungsbild da ist. Da man Therapien entwickeln will, die weit vorne liegen, Stichwort kann man gegen Parkinson impfen beispielsweise, braucht man auch solche Parameter. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was da untersucht und geforscht wird, dass es sich um genau diese Substanzen handelt. Wie findet man die im Blut? Weil es ist natürlich viel angenehmer, die im Blut zu untersuchen, als bei einer Lumbalpunktion. Und auch viel häufiger möglich. Man kann da ganz andere Reihentests mitmachen, wenn man das nachweisen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sich um diese Parameter handelt, weil die letztendlich dann auch dazu führen sollen, dass, wenn man sagen kann, der Spiegel von diesen Eiweißsubstanzen ist besonders hoch, und wenn die besonders hoch sind und bestimmte andere Parameter hinzukommen, ist das Risiko, ein Parkinson's Erkrankungsbild zu bekommen, entsprechend hoch. Und das wäre dann ein Ansatz, frühzeitig zu impfen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gelesen habe ich das, den Artikel selber noch nicht. Aber das wäre ein sinnvoller Ansatz, so etwas, ja. Wir haben hier noch eine Frage. Ich weiß nicht, funktioniert das? Hören Sie mich? Meine Frage ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen Demenz und diesen tiefen Hirnstimulationen? Und das letzte habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Demenz und diese tiefen Hirnstimulationen? Tiefen Hirnstimulationen, jetzt habe ich es verstanden. Also die Frage, ob eine, ich drehe es mal rum, die Frage, ob eine tiefen Hirnstimulation eine Demenz verursacht, kann man nach den aktuellen Daten eigentlich verneinen. Warum wird trotzdem bei einem Patienten mit einer beginnenden Demenz oder mit einer Demenz keine tiefen Hirnstimulation mehr durchgeführt? Das hat etwas damit zu tun, dass in erster Linie wir nicht so ganz genau wissen, hinterher, was kann ich wem zuordnen? Also hat der Eingriff, diese tiefen Hirnstimulation, eine Schädigung gesetzt, die möglicherweise über eine Durchblutung oder eine Blutung oder sonst irgendetwas zu einer entsprechenden Symptomatik führt, die einer Demenz ähnlich wäre. Depressionen können zum Beispiel, werden da beschrieben. Und das Zweite ist, wenn Sie eine Demenz haben, dann haben Sie meistens das, was wir eine Hirnatrophie nennen. Das heißt, das Gehirn ist geschrumpft. Das sieht ja aus wie so bei einer Walnuss normalerweise. Sie haben lauter solche Windungen, die eng beieinander liegen. Und bei einer Schrumpfung des Gehirns ist es nicht noch enger beieinander, sondern Sie haben mehr Platz dazwischen. Und wenn jetzt der Neurochirurg mit der Nadel die Nadel setzt, um eine Tiefenhirnstimulation zu machen, dann hat er bei diesen Patienten ein ganz hohes Risiko, dass ein Gefäß trifft und es zu einer Blutung kommt. Deswegen sind Patienten mit einer Demenz eigentlich ausgeschlossen. Der umgekehrte Zusammenhang ist bis dato nicht nachgewiesen. Es gibt keine Studie, die zeigen würde, dass tiefenhirnstimulierte Parkinson-Patienten schneller und früher eine Demenz bekommen. Also wie das in 20 Jahren aussieht, das wird ja immer eine schwierige Frage sein. Überlegen Sie mal, wie viele Patienten mit einer tiefen Hirnstimulation Sie bräuchten, um nachzuweisen, dass bei einem Parkinson-Patienten, bei dem das Risiko als Parkinson-Patient schon etwa bei 75-85% liegt, in den letzten 3 Lebensjahren, das kann aber natürlich mit 90 oder sonst wann sein, dementielle Syndrome, Zeichen zu entwickeln, wie viele Patienten Sie bräuchten, um nachzuweisen, dass in diesem Alter das jetzt durch eine tiefen Hirnstimulation, das ist studienmäßig, statistisch wahrscheinlich gar nicht zu machen. Bis jetzt wissen wir nur, wer für eine tiefen Hirnstimulation in Frage kommt und die Kriterien, auch die Ausschlusskriterien erfüllt, hat kein vermehrtes Risiko, später eine Demenz zu bekommen. Gut, vielen Dank. Dann schließen wir das für heute ab. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Vaterroth, für diesen Überblick.